Es ist Arena-Leiterzeit. Damit meine ich diese beiden Personen da hinten im Hintergrund. Ja, wir sind in der Psycho-Arena in Moosbach City in Pokémon Saphir. Nachdem im letzten Part nochmal ein bisschen Stress mit Team Aqua hatten, haben wir hier uns gegen alle Trainer glorreich bewiesen, könnte man sagen. Doch, wir müssen ja noch einen Hebel umstellen, wo, und ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt sein mag. Da, da hinten. Übrigens cool, wie man hier gerade so ein Gliding macht. Oh, jetzt gibt's so lange Fahrt. Yay. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Hier übrigens der Teleporter, mit dem man sich zurück teleportieren kann. Cool. Bist du überrascht? Bist du überrascht, dass es hier zwei Arenenleiter gibt? Wir sind Zwillinge, Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke, kannst du sie besiegen? Jo, also... Das hat übrigens nichts mit einer schweren Kindheit irgendwie zu tun. Wie wir es ja von der guten Sabrina kennen. Und mein Gott, Level 42, das sind ja bisher die stärksten Pokémon im Spiel. Aber selbst die strecken wir nieder. Weil die beiden auch gleichzeitig vom Gesteinstyp her sind und Sonnenfell von Feuer. Also ins Markt haben sie, wie gesagt, vier Pokémon. Ja, das war nicht schwierig. Was? Unsere Kombination? Wurde alles auseinandergerissen? So sieht's aus. Du hast gewonnen. Da überreichen wir dies. Aha, Geld. Oh, Spee entwickelt sich. Absolut unnötig, da wir das Pokémon schon haben. Ja, deswegen unterbreche ich einfach die Entwicklung. Und lege jemand anderen dann drauf. Mentalorden, was auch immer das bedeuten soll. Ja, mental, das ist ja mentaler Geist. Das hat schon was mit der Psyche zu tun. Jo, erhöht sowas von, und dann kann man jetzt übrigens Taucher einsetzen. Wundervoll, das ist, glaube ich, was wir im Kampf nicht erlebt haben. Gedankengut ist ja natürlich absoluter Blödschmarrn für Psycho-Pokémon. Vielleicht eine ganz gute Sache, aber für mich uninteressant. Hätten wir das geschafft. So, es gibt hier noch was, und zwar haben wir Troitrums Haus, glaube ich zumindest. Ich denke es einfach nur mal so. Ach ja, da haben wir ihn, ja. Der gibt uns nämlich Taucher, den haben wir noch nicht. LP? Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind. Oh, hier, nimm diese VM. Sie enthält Taucher. Ich habe das gerade meinen Pokémon schon beigebracht. Und daher kann ich es ja nur weiter vererben, also. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Und was der jetzt auch immer an dem Tisch macht, weiß auch keiner. Einfach seine Hobbys spielen lassen. So, Taucher ist natürlich eine, was im Kampf angeht, absolut schwache Attacke. Nicht zu gebrauchen. Und hier sind tatsächlich mehr Menschen als in Seegras und City im Pokémon Center. Deswegen gucken wir mal, ob dieses Pokémon hier die Attacke kann. Und wir werden natürlich das jetzt umlegen. Umkonstruktieren praktisch. Quadratisch praktisch gut. Wo haben wir es eigentlich nochmal? Ja, da, natürlich. Übrigens, ich kann ja schon mal sagen, oh mein Gott, chronologisch das eigentlich ist. Gut, wir haben zwar ein paar Ausnahmen, aber das ist natürlich selbstverständlich, dass man nicht alles finden kann. Okay, doch, wir haben jetzt hier einen Hänger, weil 7 nämlich Kaskade ist. Und, oh mein Gott, es fällt mir jetzt ein Stein von Herzen, den Tag erkannt. Er wäre auch der größte Loser gewesen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil er noch nichts gemacht hat, diese faule Sau.
ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt beleidigen, aber ich mag ihn nicht. Genauso wenig wie ich dieses neue SEPA mag, was es jetzt in der 6. Generation gibt. Ja, wahrscheinlich ist es in X und Y schon längst erschienen, wenn ich jetzt das hier jetzt sage. Oh, Sega, das brauchen wir nicht. Deswegen gehen wir nach Graphitport City wegen nächster Dingens. Nächste Rätselhaus. Du wirst beobachtet. Hallo, bist du hier irgendwo? Das ist eine Schriftrolle. Ja, ich habe früher übrigens nie gecheckt, was es eigentlich soll mit du wirst beobachtet. Oh mein Gott. Ja, man sieht irgendwie das gar nicht mehr. Also ja, mein Rätselhaus, das ist ja, also... Der sagt sogar eiskalt, es ist meins. Jo, ne, hier haben wir diese Konstellation mit dem Ding. Also es gibt noch drei Rätselhäuser, sieht man daran. Verdammt nochmal, und hier ist auch einiges schwieriger als in der Arena, denke ich. Ob wir das hier komplett durchschaffen werden, weil ich glaube, danach wird auch dann das nächste Rätselhaus verfügbar sein. Da ich vergessen habe, das letzte Mal hier hinzufliegen. Eilmar. Klingt natürlich fantastisch. Fantastologisch. Und danach ist für mich dann erstmal Pause wahrscheinlich, weil drei Aufnahmen tun mich schon ein bisschen, aber wenigstens wieder drei Aufnahmen, das ist ja zumindest eine Zahl. Ich hatte es irgendwie nicht mehr, als immer drei oder vier Trainer hier sind. Also da hat man es definitiv bei den Wasserrouten. Also das ist einfach noch schlimm, also ich hoffe wirklich, dass es kein Spiel mehr gibt, das so sehr auf die Wasserrouten setzt, wie das jetzt hier zum Beispiel. Klar, das musste auch mal geben, aber ich bin froh, dass jetzt keine der drei folgenden Generationen oder der zwei folgenden Generationen, ich meine, weil in der sechsten sind wir noch nicht. Wer weiß, wie es da aussieht. Also bis jetzt habe ich eigentlich, weil wenn ich mir die Karte ansehe, konnte ich mir schon denken, dass da keine Wasserrouten vorkommen. Wir werden belohnt bleiben. So. Blitzerbrief. Wunderschöner Mensch. Okay. Klappt nicht. Din, 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 din. Aber das klappt ebenfalls nicht. Aber das klappt jetzt. Okay, dann doch nicht so schwierig dieses Rätsel, aber ich weiß genau, früher bin ich an diesen Rätseln gescheitert, weil ich einfach nicht logisch denken konnte. Das macht mich ganz traurig jetzt. Oh, beziehungsweise gibt es das nächste erst nach der Arena, nach der 8. Arena? Ich weiß es nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wischen. Was kümmert mich eigentlich das? Okay, gut, so, jetzt erstmal hier wieder ein paar Klöpse hauen. Butter bei den Fischen. Jo, das heißt jetzt praktisch, wenn ich das Let's Play am Samstag schaffe, hieße das ja, dann hätte ich ja zwei Wochen für das Let's Play gebraucht. Ist ja
auch mal eine Zahl, aber dann müsste ich auch viel durchrennen, weil es bleibt dabei, ich habe nur bis Part 10 gerendert. Zu dem momentanen Standpunkt. So, Schriftrolle. Wir merken uns natürlich das sofort, da wir natürlich intellektuell sind. Weil, ihr wisst schon. So, jetzt gibt es hier noch ein lausiges Türrätsel. Jo, es ist eigentlich relativ simpel hier immer wieder gestrickt. Muss einfach nur den Schritt davor denken. Rätselmeister ist mein Leben, das macht doch keinen Sinn. Das ist ja beinahe wie eine Diktatur. Vor allen Dingen hier, ich habe mich noch gar nicht über den Eingang hier beschwert. Ein Architekt scheint er nicht zu sein. Außerdem, was ich mich auch noch frage, was ich mich noch nicht gefragt habe, wie macht er diesen komischen Thunder Move? Ja, weil der geht auch halt die ganze Zeit auf die Nerven. Ach so, er muss noch an seiner nächsten interessanten Installation werkeln. Das heißt, mit anderen Worten, wir sind frei, ihr Menschen. So, jetzt sind noch drei Orte unentdeckt. Wie gehen wir jetzt vor? Ganz einfach eigentlich. Also in Xenoroville können wir noch nichts machen. Das ist übrigens eine Stadt, die unter Wasser liegt, wie man an dieser blauen Stelle sehen kann. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen to the way to Flossbrunn. Oder wollen wir das... Wir kommen ja eh da vorbei, wenn wir dann bei Kassel sind. Deswegen würde ich sagen, es geht weiter mit unendlich vielen Wasserkämpfen in den nächsten Parts. Also... Aber man sieht definitiv, dass wir uns langsam zum Ende des Spiels hin bewegen. So, dann wollen wir mal gucken, welche Gefahren uns hier noch erwarten. Also wir müssen auf Route 128 tauchen, das wissen wir. Also mir ist jetzt auch komplett egal, wenn ich hier irgendwie jemanden vergesse. Dann kann ich nur sagen, Pech gehabt, dass er nicht die Ehre hatte, gegen mich zu kämpfen. Weil es ist einfach so, es sind so viele Trainer hier verteilt und da muss ich wirklich Pokewiki aufrufen, das zu zählen. Und jo. Oder vielleicht mache ich doch im nächsten Part weiter, wer weiß. Ja, wer weiß, vielleicht nehme ich dann noch einen Part auf. Wenn ich hier jetzt noch hier schnell agiere. Weil das ist ja wirklich absurd, was die hier einem bieten. Für das Geld, das man bezahlt hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir Pokémon Rubin auf dem Flohmarkt gekauft und Pokémon Saphir. Habe ich mir im Laden gekauft, weil es das damals noch gab. Same Story bei Smaragd. Bei Smaragd muss jeder Pokémon-Fan haben. Ist natürlich eingeschworen wie Fleisch. Wenn man das nicht hat, ist man definitiv am Ablosen. Aber dafür halt Rubin und Saphir haben. Nächstes Jahr geht es langsam um die enormen Steigerungen von Pokémon Smaragd. Also da muss ich wirklich bald Rubinischara recht geben. Weil jemand mir wieder gesagt hat, weil er hat ja mal gesagt, Pokémon Smaragd hätte ich so verbessert. Da muss ich wirklich jetzt sagen, da hat er recht. Weil es hat sich doch viel gesteigert. Und ich finde es extrem schade, dass wir diesen Part beenden müssen mit Level 66, ohne ein weiteres Level zu machen.
Aber den schafft man, die schafft man noch, oder? Und then we go to the next part with Tingensbummens. Mit Team Aqua zum letzten Mal. Hurra! Und da, und die hatte nur eine ein Pokémon. Und wir beenden ihn doch mit Level 67. Wundervoll. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao, wenn es wieder heißt Pokémon Saphir.